Oh. Mit der Axt, ey. Ich bräuchte dringend irgendwie mal einen Amboss, weil mein Zauberstab ist kaputt. Hat da gerade jemand mit dem Pfeil auf mich geschossen? Ja, irgendjemand ist ja noch. Ah, dahin! Achso, ich kann halt gerade gar nichts mehr machen. Ich habe keine Munition mehr. Gibst du mir kurz Deckung? Ich schau mal, ob ich kurz Pfeile herstellen kann. Natürlich nicht, weil ich habe keine Äste dabei. Fuck. Jetzt muss ich auch in den Nahkampf. Oh. Wir haben, wir kriegen die. Da oben ist Pfeil. Exzellent, Alter. Das, die Ränge haben mir Pfeil richtig gut geholfen, ey. Ja, es ist halt noch nicht so ausgereift, nicht mein Skill. Noch. Den brauche ich. Ausdauer. Ich brauche irgendwie einen neuen Zauberstab nochmal zusätzlich. Beziehungsweise ich habe noch einen dabei, aber für den brauche ich Munition und Munition habe ich nicht dabei. Und hier hinten ist halt gar nichts. Hat doch eine Truhe. Das Ding ist, wir können jetzt hier schnell Reise rausmachen, aber wohin? Wir wären ja nur noch weiter weg, ne? Das wäre voll dumm. Jetzt springen. Also wir müssen denselben Weg sowieso zurück. Ach, wir gehen zurück. Boah! Alter, sag doch was, dass hier oben ein Haufen Zeug ist. Haufen Viech. Hey, da war gerade nichts. Ich lese alles voll einfach. Aber ich glaube, wir müssen da oben rum. Hä, hey, ich bin doch gerade erst da runtergesprungen. Da war gar nichts. Warte, ich brauche bloß kurz Ausdauer. Wie kommen wir wieder da rüber? Ja, leck mich, warum komme ich jetzt da nicht hoch? Ach so, dieses Gitter ist im Arsch. Gitter! Gitter? Ist dieses Gitter in den Arsch? Meine Ausdauer reicht immer noch nicht, oder? Ach, leck mich doch! Ich warte mal kurz. Kann es hier nicht einfach einen besseren Weg dafür geben? Als ob! Mir haben 5 cm gefehlt. Ich konnte ja schon hingreifen. Also hier oben können wir auf jeden Fall schnell reißen dann. Und hier sind wir wieder. Ja, aber es bringt uns ja nichts. Hallo, was ist denn das, Alter? Die Schnellreise bringt uns nichts. Wir konnten unten schon schnell reisen. Okay, also, sobald du diese Wurzel kaputt machst. Wo bist du? Einfach durchgelaufen. Hier ist schon alles. Sobald du die Wurzel kaputt machst, ist da kein Miasma mehr. Wie gesagt, eine Schnellreise hätte uns jetzt nichts gebracht, weil wir müssen ja eigentlich hier sein. Das ist ja das Problem. Oh, fühlst du das, wie du dich gerade mit aufheilst? Ist das nicht geil? Ja, richtig schön. Boah, geil. Boah, geil. Boah. Dieses Holz nehme ich mit. Was ist denn jetzt? Ach, ich pack's nur die Treppen hoch. So, es sind noch 187 Meter. In diese Richtung. Würde ich sagen, voll mit dem Weg, oder? Ich brauche einen scheiß Amboss. Ich fühle mich gerade einfach kacke. Ich kann nichts machen. Ja, mein Schwert ist gleich alles gleich im Eimer. Ich schaue jetzt bloß, dass ich auf dem Weg mal ein paar Äste mitnehme, dass ich mir wenigstens ein paar Pfeile wieder machen kann. Pfeile kann ich dir geben, warte, komm her. Komm her, Mann. Nee, lass. Die sind doch gleich gemacht. Ich habe 164 Einsteck, du kriegst jetzt ein paar von mir. Nee, will ich nicht. Du bist zu weit weg, sowieso hast du Pech gehabt, Alter. Ich kann mir gleich. Lass du Pech! 50 Stück machen, Alter.
Also ich schätze mal da hoch. So habe ich erstmal wieder drei. Huch, bin komplett verkehrt gelaufen. Dorthin kann ich legen. Ja, irgendwie sind wir weiter weg. Aber ich glaube, wir mussten trotzdem da lang. Langfristig gesehen. Da ist irgendein Haus. Haus voraus. Vorsicht, da kommen Wölfe. Was ist denn das? Hier ist eine Mine. Alter, Level 9. Verpiss dich. Alter, was ist denn? Du Kackwolf. Wir lassen es nicht ablenken, oder? Nee, überhaupt nicht. Nie. Es backt. Vor allem, es bringt nichts, weil es einfach nur eine Mine ist. Ganz wieder hoch. Laufe ich bei dir die Treppen hoch oder wie ist das bei dir? Sehe ich gerade nicht. Aus der Perspektive. Siehst du's? Du kletterst bei mir ganz normal die Leiter hoch. Das ist ganz komisch, Alter. Westcourt. Wir sind da! Also wenn du so laut rufst, höre ich mich tatsächlich, höre ich dich übrigens doppelt. Echt jetzt, Alter? Das ist doch komisch, das Mikro. Ja, fuck it. Ja, holen wir diese komische Spindel, ne? Boah, Alter, ich werde geschossen. Jetzt nicht mehr. Ah, doch, hier. Ach, da ist noch einer? Na, ist natürlich ärgerlich. Pam, 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 macht. Macht der Wolf. Da hinten geht's weiter. Aber es war gar kein Wolf. Und jetzt, oh nee, nicht wieder so ein Granatenhain. Ich verpiss dich, du dreckiger, abgefuckter. Ja, ich sag das wieder. Bastard. Der ist tot. Der ist tot. Yo, verpiss dich. Wir haben hier wieder so einen Mörserer. Wo ist der? Irgendjemand wollte mich gerade anmäusern. Hallo? Ich hab hier den hier hinten. Achso, du warst wieder ganz woanders. Weil ich hab hier auch noch drei Mäuser gehabt. Ja, ich versuche hier alles zu clearen. In Richtung, wo wir hin müssen. Dann dort oben auf jeden Fall, ne? Hier leuchtet irgendwas. Also hier gibt's wieder viel zu lesen. Ach toll. Gar kein Bock. Immer noch nichts zu essen, immer noch nichts zu servieren. Knochen, Abfälle, unwässrige Suppe. Wann ist unser Ende gekommen? Eine neue Reisende kam an, hungrig und müde. Sie wollte, dass ich die Knochen in ihrem Eintopf lasse, in ihren Augen verbarg sich eine stille Wut. Sie war wild entschlossen wie ein hungriger Wolf. Ich bot ihr ein Zimmer an, aber sie lehnte mit einem Grunzen ab. Sie ging in den Wald, in den Norden, wo sie auf dem kalten, harten Boden schlafen wird. Eine Bestie wie sie gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Safety-Jägerin. Ich glaube, die Spindel ist gar nicht hier. So, was haben wir hier? Hier bei mir. Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ich schaute aus meinem Fenster, wo irgendein Raubtier anscheinend zwei Feen wild gerissen hatte. Mühelos, aber sicher, nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schreck auf, aber dann wurde es mir klar. Zwei Feen wild. 8 Rippenstücke, vielleicht 10 oder 12 Würste. Blutwurst als Nachtisch. Gallonen von Eintopf. Da wird das ganze Dorf zu essen haben. Den Erbauern sei Dank. Sag mal, ist es gerade plötzlich Nacht geworden? Ja, aber ich lieg schon im Bett. Okay. Das ist sehr schön. Da drüben leuchtet. Ohne Truhe. Ich hab nur auf dich gewartet. Achso, du bist noch gar nicht bei mir. Es reicht, wenn einer schläft. Ja, schon, aber hier geht's weiter. Ich bin schon an der Quest. Ich dachte, du schläfst. Ja, warte, aber das ist der Lager. Nein, du sollst schlafen, damit die Nacht vorbei ist. Warum bin ich wieder aufgestanden, Alter? Komm vor, Level 6. Das ist ein schönes Lager. Geil. Ich komme. Mörser, wo?
Wo ist der Pisser? Da hinten, hinter dir. Ja, da müsste ich mich mal kurz mitkümmern. Kannst du mir doch nicht einfach den Rücken mörsern. Weiß ich, wollte ich einfach einen unschuldigen Hasen killen. Die ist doch noch irgendjemand. Ich höre doch noch einen. Ja. Ach, da hinten. Ja, hier, Alter. Wow, Alter. Der war einfach One-Hit, okay. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade zu dir hochkommen. Weißt du noch, als diese Bogenschützen, also die mit der Armbrust, als sie noch total schwer für uns waren? Ja. Und jetzt? Nicht mehr ist das nicht. Ich meine, der ist Level 9. Der ist ja eigentlich deutlich stärker als ich. Bin sofort bei dir. Jo, alles gut. Ich will nur gucken, wo der herkam. Ob es da was zu holen gibt. Es gibt nichts zu holen. Moin. Moin. So, ich bin Gandalf. Hier kann sein, dass die Spindel da drin ist. Ich habe auf dich gewartet. Ich lese erst. Und dann mache ich das Ding jetzt auf, wenn du liest, Alter. Endlich frische Luft. Nicht mehr schwer vom Duft der Pollen oder süßer Verwesung. Mir ist ganz schwindelig. Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Nicht, seitdem ich meine Spindel im Düsterdickicht auf diesen Klippen verloren habe. So weit weg. Aber ich kann nicht zurückkehren. Ich musste fliehen. Etwas Unheimliches liegt in diesem Dickicht begraben. Es breitet sich wie Wurzeln im Unterholz aus. Es umwickelt und verstrickt, erdrückt und erstickt. Es schimmert in der Dunkelheit zwischen den Ästen, unter der Haut. Hä? Es schimmert zwischen den Ästen unter der Haut, okay. Das seidige Netz einer silberspinnenden Tarantula. Solche Albträume sind von Menschenhand gemacht, wie ich nun weiß. Und war sie drin? Nö. Nee, war natürlich nicht drin, aber ich habe meisterhaften Streitkolben mit 34 Schaden. Geil. Erreiche das Düsterdickicht, wir müssten da hoch. Ich weiß zufälligerweise, dass da ein Turm ist, also wir kriegen dann schnell Reisepunkt, aber das werden wir heute nicht mehr machen. Ich würde sagen, wir machen heute jetzt noch schnell das Refugium hinter uns. Ja. Das hier? Ja. In Hoffnung, dass wir da hinkommen. Und dann setzen wir hier einfach ein Zuhause und machen das morgen. Nee? Weil dann können wir einfach per Schnellreise wieder direkt hierher. Und dann kriegen wir morgen auch den letzten Funken, der uns fehlt für die Erweiterung. Denke ich. Sollte. Soltan. Kennst du Soltan? Soltan, den kennt? Soltan ist ein Zwerg. Der Soltan kenne ich. Zwerg Soltan. Standort. Ah, ah, ah. Standort unten. Ganz vorsichtig. Es ist kein großes Haus. Alter, da sind einfach Fledermäuse. Diesmal darfst du eh drücken. Gesammelt. Ein oder zwei? Oh, Alter. Was ist denn ein scheiß Problem, Alter? Fledermäuse sind mega scheiße. Sag mir, dass es zwei waren. Zwei Funken. Ernsthaft? Ja. Okay. Okay. Das heißt, wir werden doch noch schnell die Flamme aufwerten für morgen. Also dann heim? Warte, ich bräuchte noch einmal ganz kurz Flammen, Alter. Ich brauche noch schnell 5 Steine. Warte mal, ich habe 6 Steine, kann ich dir geben? Zu spät. So. Da kann ich ja trotzdem schon dahin jetzt. Ja, jetzt können wir nach Hause. Ja. Machen wir das mal auf Stufe 4. Beziehungsweise das Zuhause bleibt auch Stufe 3.
Aber wir kriegen mehr Zeit im Jasma und anderen Scheiß. Wir werden, glaube ich, bloß ein bisschen Jasma-Holz brauchen. Okay. Wir brauchen Wachs. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz aussortieren, ey. Ganz kurz. Das da weißt du, was mache ich mit? Ja, sortiere aus und dann gießt er vor. Wir haben sehr, sehr viele Stofffetzen. Gutlingsbein haben wir auch inzwischen sehr viele. Hürdenstab 23 Kraft, 16 Kraft, das heißt zerlegen. Ciao. Hallo, neuer Stab. So. Jägerbogen 15 Kraft. Ich hätte einen neuen Bogen mit 15 Kraft, falls du möchtest. Ja, dann nehme ich den. Der ist auch noch nicht ausgemaxt oder so. So. Warum habe ich ein Lagerfeuer eigentlich? Weil eine Bandage. Wo haben wir den Kopf hin eigentlich? Den Kopf habe ich einstecken. Bin daran mit dem Kopf. Achso, okay. Also, pass auf. Wir brauchen Wachs. 10-mal. Aber teilen. Ja, gib mir einfach alles. Ich sortiere also, ja, es dann wieder ein. Alles cool. Alles okay, ja, Wachs. Jo. Dann brauchen wir 10 Salz. Ich sag dir die Zahl bloß, damit wir wissen, ob es reicht. Ja. Oder ob wir noch schnell was holen müssen. 5 Funken. Moment. Oh. Hast du schon einstecken? Nein. Die sind in der Kiste mit den Tränken. Ja. So, wie viel brauchst du? 5. Warum haben wir denn noch 4 drin? Hast du keinen Funken einstecken? Warte. Nee. Warum haben wir denn noch 4? Es waren 2 Stück drin, ich habe einen gesammelt und du hast 2 gesammelt gehabt, also sollte es gut sein. Ich hatte definitiv 2 Funken einstecken gehabt. Schau mal, ob woanders noch Funken drin ist. Ich glaub's nicht. Ey, ich habe noch 2 Funken in meinem Inventar gehabt, bin da 1000% sicher. Nö. Zwei Funken einstecken gehabt. War sicher 2 oder einer drin? Es waren definitiv 2 drin. Ich habe definitiv bei mir 2 gehabt. Warte mal, du hast doch ausgeloggt, ne? Ja. Geh mal nochmal auf die Hochweiden, hier auf die Hochweidenwarte. Und flieg dann zu dem, ob der bei dir schon respawned hat. Das könnte nämlich sein. Vielleicht haben wir Glück. War der im Jasma? Nee, ne? Nee. Das ist neben diesem Haus da. Ja. Hast du einen bekommen? Ja. Geil.
Weißt du? Ja, komisch. Ist halt irgendwas schiefgelaufen, oder? Sammelst du gerade das andere Zeug schon raus, oder? Kann ich machen. Ja, jetzt bin ich heute da. Kohle, weiß ich zufällig noch. Hast du schon Salz? Was hast du jetzt alles schon? Ich hab Wachs und den Kopf. Wachs, Kopf und Funken. Dann brauchen wir noch 10 Salz, das ist beim Essen drin. Hoffe ich, sonst müssen wir schnell was holen, das ist kein Stress. Salz haben wir keins. Okay, 10 Miasma-Holz. Jo. 10 Feuerstein. Moment. Feuerstein war bei. Da tut die Stein mit drin. Ja, und den Kopf. Dann geh ich schnell Salz holen. Wobei, vielleicht haben wir Glück und diesmal Salz drin. Jo, wir haben noch Salz. Dann kann ich mir den Scheiß alle schicken. Oder ich. Du mir einfach den Salz her und dann. Kohle. Mach. Geiler Shit. Mütze. Boah, 10 Funken diesmal. 10 Miasma-Seelen. Ich weiß, dass wir 7 haben. Indigo-Pflanze. Bernstein. Kupfererz. Den Kopf, ey. 7 Minuten im Miasma. Geil! Wollen wir zufälligerweise schnell 30 Miasma-Flüssigkeit holen? Können wir aber auch morgen machen. Wenn wir wollen. Da haben wir halt das Baugebiet. Jetzt sind schon wieder hier unten Runen drin. Die gehören doch da hoch. Haben wir gar keine Miasma-Flüssigkeit? Ich dachte, wir hätten zwischendurch immer wieder mal wieder was mitgenommen. Es fehlen 11. Dann wäre das Baugebiet fertig. Ach komm, scheiß drauf, ich hol das schnell. So, da was, Alter. Wie viel brauchen wir? 11 brauchen wir, aber ich schaue, dass ich ein bisschen was mehr gleich hole. Miasma-Sporen dürften wir mehr als genug haben. Müssigkeit brauchst du jetzt, ne? Ja, ich sammle auch nur diese kleinen Pilze, weil es schneller geht. Da muss ich nicht reinaxten. Gehen erst einmal. Die kleinen Pimmel sammle ich nur, genau. Also die, die schon Pimmel ausgewachsen sind, die können wir halt nicht einfach sammeln. Ja, alles gut, ich bin hier direkt an so einem. Oh, hier sind wieder Gegner. Oh, fuck it. Ich hab meinen Zauberstab nicht repariert, weil ich doof bin. Naja. Oh shit. Alter, wer ist One-Shotten mit dem Ding? Krass. Also hier in dem Startgebiet, wo wir sind, macht Kämpfen aktuell richtig Spaß. Ne? Das ist lustig. Man kann es ja nicht mal kämpfen nennen. Ja. So. Ich bin schon wieder oben. Ich hab den Scheiß sowieso am Weg entlang gebaut. Oh, wir haben gleich mehr Bauplatz. Geil. Das wäre cool, wenn man diesen Flammenaltar irgendwie bewegen könnte, ohne den abzubauen. Ja, wenn du zurückbaust, kriegst du ja nicht das Zeug. Bitte? Also, die wir bis jetzt abgebaut haben, ich habe nicht mehr die Steine bekommen. Ich glaube nicht. Wie viel hast du jetzt eigentlich? 18. Mein brauchen tun wir sie sowieso immer. Flüssigkeit, ne? Hast du gesammelt? Genau. Ich habe 37 in der kurzen Zeit. Jetzt habe ich auch 37 mit denen, die im Lager waren. Einmal zu Balthasar. Erstmal sehen. Da-dum, da-dum.
Wir haben jetzt den größten Baubereich. Das ist so. Da ist der krank was. Also wir brauchen insgesamt 16 Miasma-Seelen. Das Schwierigste ist halt, glaube ich, gefühlt wirklich diesen Plündererkopf. Miasma-Flüssigkeit gehört doch nicht hin. Die war beim Holz. Echt jetzt? Die Miasma-Flüssigkeit, ja, weil wir sie ja auch von diesen komischen Pilzbäumen abbauen können. Ach ja, ja, weil du hier schon wieder. Das war hier. Das war hier. Ja, dann wäre es das eigentlich. Ich würde nur einmal ganz kurz gucken, bis wohin geht jetzt dieses Baugebiet? Weil das ist an sich schon ziemlich groß. Das Blöde ist, es geht, glaube ich, hier runter. Wo ist denn mein... Ach, da. Ja, ich meine, okay, viel verlieren wir nicht. Wir haben eine Ecke unten im Miasma. Wollte ich gerade sagen, das ist nicht viel, ne? Da, wo du stehst, ist der Punkt und da, wo ich stehe, ne? Ja. Ja. Also da, wo ich stehe, geht es noch ein bisschen weiter runter. Hier wäre es ja wurscht, weil hier sind wir wirklich noch in dem Gebiet. Das da drüben, das ärgert halt ein bisschen. Aber dann können wir eigentlich fast hier bleiben. Wie schaut es da drüben aus? Geht das da in diese Struktur? Weil das fände ich eigentlich auch doof. So ein bisschen. Ja, okay, du hast schon gut was. Naja, gut, so viel ist es echt nicht, was du verlierst. Ja, und hier sind wir in diesem Miasma-Gebiet. Das können wir halt dann abbauen, das respawnt da nicht mehr. Wo? Da, wo der Brunnen ist. Wo ich übrigens auch gleich nochmal Wasser hole. Ja. Wir sollten uns übrigens angewöhnen, bei jeder Möglichkeit immer Wasser zu holen. Weil wir das für diese ganzen Setzlinge immer sehr, sehr viel brauchen. Nur, dass jedes Mal, wenn halt wieder voll ist, dass wir was holen. Ja gut, das sind wir aber echt überhaupt nicht viel drin im Miasma. Wo ist das Ding zum Abbauen? Das kann man doch hier. Grundsätzlich müsste jetzt alles, was hier steht, einfach abbaubar sein. Ja, weil es uns gehört. Ohne dass du es mit der Axt machst. Wir lassen uns auch überhaupt nicht schon wieder verleiten. Ne? Wir sind so doof. Beide. Ich mache ein paar Holzscheite. Rein theoretisch, das Steinzeug müsste doch eigentlich auch gehen. Also ich passe nicht. Wollte ich gerade auch nicht. Oh, Pfeile. Schrottpfeile sogar. Wie schaut's hier aus? Die Laterne können wir abbauen. Gibt halt irgendwie alles bloß Holzscheite. Du kannst nämlich hier Holz abbauen. Stoffwechsel. Das ist das Ärgerliche. Ich kann sogar den Karren hier abbauen. Das ist schon lustig. Das ist dumm, Alter. Das ist schon lustig. Ist jetzt das Porzellan? Ding. Ich meine, rein theoretisch, das hier können wir mit der Spitzhacke abbauen, oder? Weil sonst nimmt uns das halt wirklich Platz weg. Das ist halt schon irgendwie ärgerlich. Was der Platz weg? Das geht gar nicht weg. Geht gar nicht weg? Mhm. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so sonderlich viel, aber es ist halt ärgerlich. Platz. Wobei ich aber glaube, das Gebiet ist groß genug, dass wir da 6 Häuser bauen können. Also es gibt 6 von diesen Fuzis. Wir bräuchten ein Haus für uns. Und was ich, glaube ich, ganz cool fände für die Flamme in der Mitte, dass man da wie so einen kleinen Pavillon bloß drüber baut. Also das große Haus würde ich langfristig wieder wegknallen, wenn wir halt unser eigenes schönes bauen. Bunker da oder was?
Ja, ja. Das ist halt momentan einfach, dass wir was haben, ne? Bis dahin würde ich ihn dann noch lassen. Und dann würde ich halt, wie gesagt, um den Flammenaltar wie so eine Art Pavillon bauen. Oder eine, halt einen kleinen, halt so ein kleines Teil. Weil es ist halt zentral. Und außen können wir dann die Dinger bauen. So. Sitzen. Endlich mal Pause hier jetzt. Ich finde, dieses Zauberoutfit steht mir auch, wenn es Lumpen sind. Ich meine, deins ist auch komplett zerrissen. Das passt schon. Alt schaue ich aus. Alt bin ich. Ja. Dann würde ich sagen, YouTube an der Stelle, ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder falls das nur ein Schnitt ist, sehen wir uns praktisch nach dem Schnitt wieder in der nächsten Aufnahme. Im nächsten Stream. Morgen. Macht es gut und bis bald. Bis bald.